Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Die kleine Schafe auf dich. Sie ist nicht scharf auf mich. Niki ist eine der talentiertesten Hackerinnen ihrer Generation. Ich wette, das ist nicht ihr einziges Talent. Ups. Ihr abwertendes Verhalten gegenüber berufstätigen Frauen ist typisch für Männer ihrer Generation. Hier. Kannst du mal üben. Los, du Penner, aufstehen. Hoffentlich habt ihr verhütet. Sie wird nicht mit dir ausgehen. Mädchen erkennen Jungfrauen am Geruch. Ich bin wieder. Weißt du, an wen du mich erinnerst, Kleiner? An meine Tante Helga. Du siehst dir sogar ein bisschen ähnlich. Für wie dumm halten sie mich eigentlich? Willst du eine ehrliche Antwort? Wenn du das hier knackst, dann küsst er dich auf Zunge, okay? Nein, das ist nicht okay. Jede Frau mit ein bisschen Selbstachtung würde ihnen sagen... Okay. Die letzte männliche Jungfrau des Abi-Jahrgangs, Tom Bender! Hey, ihr beiden, wollt ihr nicht reinkommen? Heute ist Pärchenabend. Die Nacht ist jung und ich will was erleben. Heilige Scheiße, Alter. Heilige Scheiße, Alter. Eine lebendig gewordene Gummipuppe. Das ist die beste Story ever. Musst du es auf ihre Brüste starren? Ihre Brüste starren mich an. Langsam bin ich echt besoffen. Das macht dich auch nicht attraktiver. Aber dich? Ich weiß, was ich will. Weißt du, wie anstrengend mein Job ist? Nein, weil ich Fußball hasse. Entschuldigung, sagt ihr auch noch mal was? Oder greift ihr jetzt ein, wenn wir uns prügeln? Wir glauben, das Beste ist, wenn sie sich scheiden lassen. Therapie ist Bullshit. Du weißt gar nicht, wer ich bin. Du siehst aus wie ich. Du will. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Alex, du gehst kurz in die Praxis, ganz kurz. Lass mich mit deinem bekloppten Ruf. Wir spielen gegen den Abstieg. Ich war zum Training. Wie schwer kann das sein? Hallo, ich bin der Trainer. Und ich bin der Elektriker. Oh mein Gott! Auf, hör auf! Halt dich auf! Los! Kann doch nicht so schwer sein. Au! Ist drin! Ja! Ah! Cappuccino? Was laberst du? Egal, was passiert. Wenn das hier jetzt vorbei ist, dann will ich, dass wir uns trennen. Das will ich schon lange. Du kannst blöde Fragen. Könntest du immer, also, da mal anfassen? Klar. Bist du sicher? Ja. Ich würde den nehmen. Ja, egal. Das geht schief. Jetzt freut man es auch nicht gerade leicht. Das hatte ich ja ewig nicht mehr. Papa? Herzlichen Dank für Ihre überaus originelle Massenmail. Sie sind schon der Dritte, der bei mir abbestellen will. Ich habe wörter@leike.com. Sie wollen zu wörter@leike.com. Liebe Emma Rothner, darf ich Emmy sagen? Ist das ein virtuelles Freundschaftsangebot? Ich treffe mich mit einem anderen Mann. Wie? Liebe Emmy, kennst du dich mit Pflanzen aus? Nicht sonderlich. Warum? Franker Gummibaum, bin jetzt im Gartencenter. Die brauchen sich ja nur ein einziges Blatt anzuschauen. Du hast den ganzen Baum mitgeschleppt, stimmt's? Liebste Emmy, habe ich dir schon mal gesagt, dass ich deine Stimme im Kopf habe? Lieber Leo, wenn wir uns schreiben, fühle ich mich wie ein Schokokuss in der Mikrowelle. Ein Schokokuss in der Mikrowelle ist so ziemlich das Hässlichste, was ich je gesehen habe. Das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Es sind doch nur wir beide hier, auf unserer virtuellen Insel, die ehrlichste Version von uns selbst.
Habe ich dir eigentlich schon mal vom Nordwind erzählt? Wenn mein Fenster offen ist, kann ich nicht schlafen. Und wenn du dich um 180 Grad drehst und mit den Zehen zum Fenster schläfst? Mit wem schreibst du da? Keiner, den du kennst. Tut mir leid, dass ich so spät bin. Du bist verheiratet? Soll ich mich etwa schuldig dafür fühlen, dass ich eine Nacht mit meiner Ex verbringe, während du dein ganzes Leben mit Bernhard teilst? Ich streite nicht gern mit dir, Leo. Ich klebe an dir wie die Seepocke am Arsch des Buckelwals. Du solltest wirklich an der visuellen Attraktivität deiner Gleichnisse arbeiten. Emmy ist meine Flucht. Das ist einfach wahnsinnig ein Schuss vor wirklicher Nähe. Amüsier dich. Gut. Emmy. Emmy. Ich schreibe gerne. Emmy. Emmy schreiben ist Emmy küssen. Ich könnte 1000 Mal Emmy schreiben. Leo, ich hab dich sehr, sehr gern. Ich hab dich auch gern. Wenn wir nie etwas Reales teilen, wie lange wird unsere Insel noch ausreichend sein? Du bist fantastisch gut gegen Nordwind. Wir können zum Ersten schon einziehen. Perfekt. Willst du nie noch warten? Nicht heulen. Mhm. 32 Wochen Chemotherapie stationär. In 8 Wochen machen wir eine erste Untersuchung, um zu sehen, ob die Therapie anschlägt. Bastian wird Ihnen in Zukunft die Infusionen geben und die Zugänge erneuern. Kann er das? Keine Sorge. Die habe ich mir alle selber gestochen. In ungefähr 3 Wochen werden dir die Haare ausgehen. Und unten? Auch. Na toll. Eine Babymuschel. Trägt man das jetzt nicht so? Spart Zeit. Ready? Ready. Du bist sicher, dass du das Teil nur für deinen Bart benutzt? Ja. Ich schaff das. Meine liebe, treue Mama. Man fürchtet sie auf der ganzen Station. Was machen Sie denn da? Wo ist Bastian? Der soll das machen. Mein Vater weiß alles über meine Krankheit. Er recherchiert und will alles wissen. Gut, dass Sie da sind, Friedrich. Er kennt meinen grässlichen Arzt besser als ich. Eine Möglichkeit zum... Auf die Freiheit. So schaffst du es nicht. Ich versuche einfach weiterzuleben. Es hat mir total Spaß gemacht, dieses Spiel mit den Perücken und davon zu erzählen. Mhm. Wenn du Sophie morgen siehst, sag ihr, alles wird gut. Ja. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.